Auf der Gamescom 2018 gab es allerhand neue Spiele zum Anschauen und Ausprobieren. Es wurden aber auch bislang noch komplett unbekannte Spiele zum ersten Mal vorgestellt. 8 dieser Spiele fassen wir in diesem Video kurz zusammen. Das Reboot der Siedler wurde auf der Gamescom erstmals angekündigt. Mit Volker Wertig holt sich Ubisoft den Siedler-Erfinder wieder ins Boot, um die Serie nach ihrer Irrfahrt in den letzten Jahren wieder auf Kurs zu bringen. Besonders alte Fans werden sich darüber freuen, dass der Wirtschaftsaspekt im Spiel mehr ins Zentrum rücken soll. Das neue Siedler-Spiel soll 2019 exklusiv für den PC kommen. I've never been down there before. Down? Diving? Eine komplett frische Serie haben die Macher von Until Dawn mit The Dark Pictures Anthology angekündigt. Die erste von 3 Episoden heißt Man of Medan und dreht sich um eine Gruppe junger Leute, die auf dem offenen Meer einen scheinbar verlassenen Frachter aus den 40er Jahren entdecken. We have unexpected guests. Doch an Bord des Schiffes warten übernatürliche Bedrohungen und, wie schon bei Until Dawn, kann der Spieler beeinflussen, wer bis zum Ende überlebt. Die Dark Pictures Serie wurde für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Der Release ist ebenfalls für 2019 geplant. Game of Thrones, Winter is Coming, das Browserspiel. HBO hat die Lizenz für eine Spieleumsetzung an die chinesische Spielefirma Zhouzhou herausgegeben. Laut den Entwicklern soll man die Rolle eines Lords in Westeros übernehmen, dabei seine Stadt aufbauen können und sich im PvP bekämpfen. Schlachten werden ausgewürfelt und können über die Fähigkeiten der Generäle beeinflusst werden. Bislang wissen wir nur, dass es einen Nachfolger zu Spintire Mudrunners geben wird. Ein erstes Bild lässt ahnen, dass wir uns wieder mit schwerem Gerät durch unwegsames Gelände schlagen müssen. Außer, dass es viele Verbesserungen geben soll und Versionen für PC und Konsole geplant sind, kennen wir aber noch keine Details zu Mudrunner 2. Der Publisher Focus Home Entertainment wird im ersten Quartal 2019 neue Infos bekannt geben. Listen, asshole, we own this town now. So when he says out. Mehr als 10 Jahre sind seit der Veröffentlichung des letzten Desperados-Spiels vergangen. Doch der Erfolg des Taktikspiels Shadow Tactics hat den Publisher THQ Nordic wohl überzeugt, dass die Serie eine neue Chance verdient. Und so wurde zur Gamescom 2018 endlich Desperados 3 angekündigt. Entwickelt von den Shadow Tactics-Machern, dem deutschen Studio Mimimi Productions, nebst Grafik-Update und Gameplay-Verbesserung wird auch eine neue, unbekannte Dame zu Cooper, Hector, Doc und Cage stoßen. Desperados hat noch keinen Release-Termin, angepeilt wird der Sommer oder Herbst 2019 und die gleichzeitige Veröffentlichung auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die deutsche Übersetzung zu Battletech lässt weiter auf sich warten, da kündigt Paradox für sein Rundenstrategiespiel bereits den DLC Flashpoint an. Der neue Missionstyp verbindet unterschiedliche Ziele zu einer langen Mission, während der man seine Mechs nicht mehr reparieren kann. Die Einsätze locken aber mit besonderen Belohnungen. Außerdem wird es 3 neue Mechs und ein tropisches Setting als Einsatzgebiet geben. Battletech Flashpoint soll im November 2018 veröffentlicht werden. Mit einem langen roten Schal segeln wir durch die Fantasy-Welt von Scarf. Viel wissen wir zwar noch nicht über das 3D-Action-Adventure von THQ Nordic, das erstmals auf der Gamescom vorgestellt wurde, oder genau genommen ganz kurz davor, aber der namensgebende Schal wird wohl ein Schlüsselelement des Spiels sein. Vielleicht ist er sogar zum Lösen der Rätsel notwendig. Der Plattformer soll diesen Winter noch erscheinen. Den Ankündigungstrailer zu Stormdivers gab es zwar schon im April, aber jetzt nach der Gamescom wissen wir erst, worum es sich bei dem neuen Spiel der Macher von Alienation und Resogun handelt. Nämlich um einen Battle Royale Shooter mit Sci-Fi-Setting und Third-Person-Perspektive. Die Besonderheit sind die Stürme, die das Schlachtfeld beeinflussen. Außerdem soll es später auch PvE-Elemente für Koop-Partien geben. Der Release ist irgendwann 2019 geplant, angekündigt ist Stormdivers bislang nur für den PC. Mit Breach kommt von ehemaligen Mitarbeitern von BioWare 2019 ein kostenfreier Multiplayer-Dungeon-Crawler. 4 Spieler stürzen sich gemeinsam im Third-Person-Action-RPG mit klassenfrei erstellbaren Charakteren in die Schlacht gegen Spieler 5, der als Dungeon Master Fallen und Monster platziert. Ende 2018 wird das Spiel bereits in kostenpflichtigen Early Access spielbar sein.
Das war unser kleiner Überblick zu den Neuankündigungen der Gamescom 2018. Wenn ihr mehr zu den Spielen wissen wollt oder längeres Gameplay sehen wollt, schaut auf GameStar und GamePro.de vorbei. Und lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, auf welche Spiele ihr euch besonders freut.